Hallo meine Lieben, heute gibt es das Rezept zu diesen unglaublich leckeren Mini-Berliner. Die sind so fluffig und wirklich ganz einfach zu machen. Wir legen jetzt auch schon sofort los. Und bei uns nennt man sie auf jeden Fall Berliner. Ich weiß aber, dass woanders diese leckeren Hefeteigstückchen auch Krapfen, Kreppel oder sogar Pfannkuchen genannt werden. Alles ist natürlich dasselbe und die schmecken auch natürlich alle gleich. Wir legen jetzt auch schon sofort mit den Zutaten und auch der Zubereitung los. Für den Hefeteig benötigen wir Mehl sowie frische Hefe, dann benötigen wir noch ein Ei sowie lauwarme Milch und Zucker, eine Prise Salz und flüssige Butter. Zuerst bereiten wir einen Vorteig zu und dafür wird aus der Milch, aus der Hefe, dann noch etwa 1 Teelöffel Zucker und etwa 5 Esslöffel Mehl ein Vorteig gerührt. Das könnt ihr einfach mit dem Schneebesen machen und dann wird das Ganze abgedeckt für etwa 15 Minuten ruhen gelassen. Nach der Ruhezeit kann man sehen, dass das Volumen von dem Vorteig sich verdoppelt hat und genau das ist richtig so. Jetzt kommen noch die restlichen Zutaten hinzu und das Ganze wird dann zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Anschließend wird der Teig an einem warmen Ort für etwa 45 Minuten gehen gelassen und in der Zeit müsste sich der Teig auch wieder verdoppeln. Nach der Ruhezeit den Teig in etwa 20 bis 25 kleine Stücke einteilen und diese dann zu kleinen Bällchen formen. Und wenn ihr die Bällchen geformt habt, werden sie einfach plattgedrückt und anschließend müssen die plattgedrückten Bällchen sozusagen nochmal für eine halbe Stunde gehen. Und dann geht's schon weiter mit dem nächsten Schritt. So, nun müssen die Berliner nur noch frittiert werden. Dafür in einen großen Topf reichlich Öl hineingeben und dann das Ganze auf mittlerer bis höchster Stufe erhitzen lassen. Ich habe übrigens insgesamt 9 Stufen und mache das auf Stufe 6. Anschließend stecke ich als Temperaturkontrolle immer ein Holzstäbchen in das Fett hinein und wenn sich drumherum sofort kleine Bläschen bilden, ist die erwünschte Temperatur erreicht worden und man kann mit dem Frittiervorgang loslegen. Dafür die Teiglinge in das heiße Fett hineingeben, aber wirklich nur so viele, wo sich die Bällchen noch genügend entfalten können, das heißt, die brauchen schön genügend Platz und dann werden sie von beiden Seiten 1 bis 2 Minuten frittiert. Und anschließend könnt ihr das Ganze dann auch auf ein Küchentuch draufgeben, damit das Fett quasi aufgesogen wird. Übrigens beim Frittiervorgang am besten auch immer den Deckel aufsetzen. So entstehen zum Beispiel auch die weißen Ränder an den Seiten von den Berliner. Und ich finde, die gehen auch dann besser auf und werden auch schneller frittiert sozusagen. Genau. Und nachdem die ganzen Berliner ja frittiert wurden, machen wir gleich weiter mit der Füllung. Zum Befüllen der Berliner benötigen wir jetzt einen Spritzbeutel mit einer langen Tülle. Und ich habe die Berliner mit einer Himbeerkonfitüre und auch mit Nutella befüllt. Ihr könnt aber auch andere Konfitüren oder auch Marmelade verwenden. Achtet nur darauf, dass da keine Stückchen mit enthalten sind. Ansonsten ist die, durch die Stückchen kann man die Füllung leider nicht so leicht hineingeben. Deswegen am besten, ja, ohne Stückchen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich habe da drüber noch etwas Puderzucker drauf gestreut. Man könnte die Berliner aber auch in Zimt und Zucker wälzen oder zum Beispiel auch in eine Zucker-Vanille-Zuckermischung. Und wünsche euch jetzt natürlich ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schon mal schmecken. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir hören uns in meinem nächsten Video. Bis dann!